Hallo, ich bin Swolly und ich möchte euch einfach mal so eine fiktive Geschichte erzählen, wie aus Computern Homecomputer wurden. Es steckt eine Menge Recherche drin, aber worum es mir eigentlich geht, ist halt wirklich einfach eine schöne Geschichte zu erzählen, wo halt ein bisschen Technik drin vorkommt. Ja, warum macht man sowas? Wenn man halt in so einer Runde zusammensitzt, erzählen gerne viele die Leute von ihrem ersten Computer. Aber es gibt dann auch immer einen, der meinte, ja, du hattest 64, aber ich hatte einen VC 20. Ah, aber ich hatte ein Pad. Und das hat mich mal inspiriert, mal rauszukriegen, wo ging es denn wirklich los? Und so, wenn man sich dann mal so ein bisschen anfängt zu gucken, so die ersten Computer, die dann so im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden, um zum Beispiel die Enigma zu knacken und alles, da gibt es relativ schön dokumentierte Sachen, gibt es Filme drüber, alles Mögliche. Aber für die ersten Homecomputer habe ich sowas im Prinzip nicht gefunden. Also habe ich mir jetzt überlegt, wir stellen uns mal vor, wir haben 1974. Wir stellen fest, so langsam gibt es wohl die Möglichkeit, dass man sich seinen eigenen Computer bauen kann. Und deshalb gründen wir jetzt hier alle den Electronics Enthusiast Club. Willkommen, Mitglieder. Und das Ziel, was wir haben, ist, wir wollen unsere Ressourcen bündeln. Das Zeug kostet halt eine Menge Geld. Wir bauen uns quasi einen Computer, so als Art Referenzmodell. Und die Mitglieder können dann, nachdem wir festgestellt haben, so funktioniert es, können wir es dann nachbauen. Die ganze Geschichte, die wir haben, hat einen kleinen Fokus. Ich habe da so ein bisschen Vorgeschichte. 6502, das ist halt das, womit ich mich auch bisher in meinem Leben am meisten beschäftigt habe bei den alten Sachen. Aber wir lassen halt die anderen Sachen, die da durchaus auch üblich waren, den Intel 8080 und den Motorola 6800 auch nicht außer Augen. Wenn wir anfangen jetzt 1974, die einzige Möglichkeit, die man hatte, war halt, dass man Sachen selber macht. Sprich, man versucht halt die Prozessoren aus sowas zu bekommen, man liest Handbücher und versucht quasi so eine Maschine selbst zu bauen. Meistens mit Wire-Wrap oder Löten über Lochrasterplatinen, irgendwie sowas. Und im Augenblick jetzt gibt es so für uns zwei Alternativen, die es gibt. Zum einen den Intel 8080, der ist halt im April erschienen. Und den Motorola 6800, den gab es dann einen Monat früher. Beide waren bei der Veröffentlichung ungefähr um so um $360. Aber um so einen Computer zu bauen, braucht man noch vieles anderes. Man braucht RAM, dass man irgendwie so sich was merken kann. ROM, wo man dann sein Programm abspeichert. I/O, man muss ja irgendwas eingeben, ausgeben können. Platine, und man braucht auch was damals auch absolut nicht trivial ist, wie wir auch gesehen haben mit dem Imsei, der hier ist, Strom. Der hat nämlich hier eine Sicherung gekillt, aufgrund Probleme mit Stromversorgung. So. Als wir nun anfangen zu werkeln und alles, stellen wir fest, so bei unseren monatlichen Treffen, da war jemand schneller als wir. Es hat jemand geschafft, einen Bausatz oder ein fertiges System zu bauen von einem Computer basierend auf dem Intel 8080. Der hat nun stolze 256 Byte RAM und komplett gar kein ROM. Wie funktioniert das? Komme ich gleich zu. Das Ganze ist halt auch schon ein modulares Design. Das heißt, man könnte, wenn man wollte, eine ROM-Karte einbauen. Man kann eventuell ein zusätzliches RAM einbauen. Später gab es zwei Sachen, die diese Bereich von Computer halt sehr von vorne gebracht hat. Das ist ein Basic für den Altair und das originale CPM-Betriebssystem wurde für diese Reihe von Computern gebaut. Die Firma, also Micro Instrumentation and Telemetry Systems, haben es geschafft, diesen Rechner so günstig zu bauen, weil denn der Prozessor allein $360 kostet, würde nicht viel übrig bleiben. Er hat es geschafft, der Chef Ed Roberts, den Preis, den er zu zahlen hat pro CPU, auf $75 zu drücken, weil er halt große Stückzahlen abnimmt. Trotzdem war die Nachfrage nach diesem Gerät deutlich höher als das, was MITS liefern konnte.
Daraufhin haben halt Leute geguckt, auch so schwer ist das gar nicht. Bauen wir doch auch unsere Maschine. Und da ist dann halt so eine richtige große Reihe von Clones aufgekommen, unter anderem eben der von mir schon erwähnte Imsai, der halt auch drüben zumindest gestern zu sehen war. So, jetzt mal kurz erklären, wie kriegt man denn ohne ROM ein Programm rein? Das ist relativ, naja, einfach ist das falsche Wort. Wenn man es von heute aus guckt, würde man nicht drauf kommen. Man hält den Prozessor an und manipuliert den Speicher über die Schalter von Hand. Das heißt, man gibt erstmal eine Adresse ein, sagt, man möchte die Adresse speichern. Dann kann man halt eben sagen, okay, jetzt möchte ich Daten eingeben und dann fängt man halt an, die Daten reinzutippen. Und wenn man dann sagt, deposit next, dann springt er dann halt immer in die nächste Speicherstelle. Das heißt, man kann dann das Programm, was man auf Papier entworfen hat, Byte für Byte eingeben. Eine Sache, die ich hier noch sehr interessant finde, ist, typischerweise, wenn wir uns jetzt immer mit sowas beschäftigen, arbeiten wir mit einem Hexadezimalsystem, also Gruppen von 4. Der arbeitet noch mit Gruppen von 3, noch mit einem oktalen Zahlensystem. Selbst der Imsai selber ist schon auf Hexadezimal rübergegangen. Also es ist eine relativ Sache, die sich relativ psychisch, oder wir sind gerade so an der Grenze, wo eben halt noch viel mit Oktal gearbeitet wurde und jetzt man feststellt, Hexadezimal ist an der Stelle etwas sinnvoller. Und so sieht halt eben eine Maschine von innen aus. Man sieht also hier schon ein paar Erweiterungsplatinen drin und ja, ist dann halt in einer etwas größere Kiste, wo halt auch Spannungsversorgung und sowas und alles drin ist. Auch von der Konkurrenz oder mit Hilfe der Konkurrenz von Motorola wird ein sehr interessanter Computer gebaut. Und zwar der Southwest Technologies, ich habe vergessen, wofür das P steht, Computer. Nee, Products Corporation, genau. Southwest Technology Products Corporation 6800. Heißt so, weil er halt eben ein 6800 als Prozessor verwendet. Der kommt schon mit 4 Kilobyte RAM und 2 Kilobyte ROM. Er setzt aber als User Interface ein Terminal voraus. Also wo man halt wirklich dann was eingeben kann, sich anzeigen lassen kann und das nicht nur über die DIP-Schalter macht, wo man dann halt irgendwie das Ergebnis aus dem Speicher von Hand ablesen muss, anhand der leuchtenden LEDs. Unser Computerclub, das hat beschlossen von wegen, wir legen mal wieder alle zusammen, dass wir wenigstens ein Terminal haben, wenn wir dann mit dem Computer arbeiten, dass wir da auch dann wirklich was sehen können. Genauso gucken wir halt auch mal, ob wir vielleicht so ein Southwest kaufen wollen. So sieht halt diese Maschine aus. Die arbeitet halt mit dem 6800, fast 1 Megahertz. Und das Schöne ist halt, es ist wirklich so eine, hier ist das Netzteil, es gibt eine passive Backplane, einmal für I/O-Karten und einmal für funktionale Karten für Speicher und Prozessor. Und für mich selber war das halt auch mal ein Auslöser, wenn wir versuchen, einen eigenen Computer zu bauen, der dann halt dementsprechend ähnlich aussieht. Wir können mal kurz hier mal unterhalten. Haben wir die Kamera? Genau. Sondern auch einfach Einsteckkarten auf dem passiven Backplane. Einer ist quasi der Prozessor an sich, da wo der 65102 steht. Und das andere ist ein Mikrocontroller, der einfach den Rest vom System mal kurz versucht abzubilden. Und damit kann man solche Sachen wie ein Apple I oder sowas nachbauen. So, und jetzt setze ich mich hin. Warum setze ich mich hin? Weil ich jetzt aus unserem Narrativ ausbrechen muss von unserem Club. Jetzt gibt es ein bisschen Informationen, die sind von hinter den Kulissen. Das sind halt alles Sachen, die sind erst später bekannt geworden. Die lagen unter vorher, war das Geschäftsgeheimnis. Und wir müssen halt jetzt mal gucken, oder es gab jetzt für mich jetzt die interessante Frage, füge ich das alles später ein? Und ich habe gesagt, nee, ich mache einfach eine Metaebene und erzähle jetzt mal so ein bisschen, was hinter den Kulissen passiert, wo wir dann halt die Ergebnisse als Club dann wiederum gleich sehen werden. Und zwar geht es um die Geschichte von Chuck Peddle. Derjenige, der den MOS 6502 Prozessor entworfen hat. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar Chuck Peddle hat ursprünglich als Entwickler bei Motorola gearbeitet. Seine Aufgabe war halt unter anderem I/O-Chips zu designen und halt auch Vertriebler zu unterstützen, wenn es Vorführungen gab. Und dabei hat er halt festgestellt, dass gerade in dem Bereich der Automatisierung, dass da durchaus ein Prozessor, mit dem man dann halt eben
viele Chips, wie wir halt das bei dem, beim Pong oder so gesehen haben, wo es halt viele Chips gibt, die dann halt Logiken abbilden. Das kann man eigentlich auch als ein Computerprogramm machen, relativ einfach. Und dann hat man halt dann eine Steuerung, die kann man auf einmal mit 3, 4 Chips machen, statt mit einem richtigen großen TTL-Grab. Das Problem war halt nur, also die Entwickler fanden das alle super interessant und dann haben sie halt gefragt, ja, was kostet so ein Prozessor? Ja, $360. Ja, da sind unsere TTLs deutlich billiger, das kriegen wir nicht hin. Das heißt, er hat also erkannt, gerade für die ganzen Geräte, das wäre ein super Markt, um die Miniaturisierung weiter voranzutreiben, da wirklich Evolution zu machen, aber die Dinger sind zu teuer dafür. Also man muss einfach einen billigen Prozessor bauen. Und dann gab es aber ein Problem. Er war der Einzige, der das erkannt hat. Seine Vorgesetzten haben ihn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingefangen und sagten, nee, das, was du da machst, und was er noch gemacht hat, er hat dann wirklich auch rumgefragt bei den Produktdesignern, was braucht ihr denn, was muss so eine CPU wirklich können? Und seine Chefs das mitgekriegt haben und gesagt, also diese Arbeiten stellst du ein, du bist dazu da, um unsere Sachen zu verkaufen. Und daraufhin hat er dann irgendwann einen alten Freund oder ehemaligen Kollegen getroffen, der mittlerweile zu Moss gegangen ist. Und er ist dann halt auch dorthin gewechselt, genau mit dem Ziel, diesen günstigen Prozessor zu bauen. Und seine Vision war halt so ein Prozessor, der da sollte $25 kosten. Und eher gedacht für Embedded-Anwendungen. Als dann dieser Prozessor vorgestellt wurde, gab es eine andere Firma, die da sehr, sehr interessiert dran war. Das war nämlich Atari. Atari hatten nach Pong, haben sie halt eine Konsole gebaut, die halt dieses Pong-Spiel auf den heimischen Fernseher gebracht hatte. Die Art und Weise, wie das Ganze halt dann gemacht wurde, wurde von der Konkurrenz schnell analysiert. Und es gab nur ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später, nach dem Erscheinen der Pong-Konsole, gab es alle möglichen Nachbauten, die sehr viel billiger waren. Die brauchten ja nicht entwickeln, die brauchten nur kopieren. Und dann ging es halt eben los, dass dann Atari jetzt nun auf der Suche war nach einer Spielekonsole. Oder dass sie halt gesagt haben, wir wollen jetzt eine Spielekonsole mit einem Prozessordesign. Und haben dann eben nachgefragt und zu dem Zeitpunkt lagen halt die Preise für die Prozessoren so $150, $200. Für eine Konsole, die im Weihnachtsgeschäft dann für $200 verkauft werden sollte, ist das natürlich auch viel zu teuer. Eine Woche oder sowas, nachdem sie halt dann von dieser MOS-Geschichte, als sie vorgestellt wurde, dieser Prozessor, als sie davon Wind bekommen haben, haben sie, oder ich glaube sogar tags danach schon, haben sie dann halt wirklich angerufen und gesagt, Atari, wir haben da wirklich Interesse dran für ein streng geheimes Projekt, woran wir gerade arbeiten. Und dann wurde halt verhandelt und zum Schluss ist man halt auch zu übergegangen, dass man nicht den 6502 Prozessor genommen hat, sondern den 6507, weil er günstiger herzustellen war. Er brauchte weniger Pins oder hatte weniger Pins dran und dementsprechend war halt das Chipgehäuse kleiner, was halt ein massiver Kostenfaktor war. Grundsätzlich wurde dann zum Schluss quasi die zwei wichtigsten Bauteile oder zwei der drei wichtigsten Bauteile, die man halt braucht, einmal so einen grundsätzlichen I.O.-Chip, Riot, da kommen wir gleich zu, und halt eben der Prozessor zusammen für gerade mal $15 verkauft. Und das Interessante daran ist, MOS hat keine Verluste dran gemacht und Atari später an der Spielekonsole, an der ersten, die sie verkauft haben, auch. Das hat alles Kosten eingefahren. Das ist nicht so wie heute, dass eine Spielekonsole unter Preis verkauft wird und man sich das Geld über die Spiele zurückholt. Aber es gab ein wichtiges Problem. MOS waren, wie man heute sagen würde, ein kleines Startup. Was passiert, wenn MOS pleite geht oder irgendwas mit der Firma passiert? Daraufhin wurde halt eben das Design an andere Chiphersteller lizenziert, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, zu dem wir auch später dann noch kommen. So, dann gucken wir uns jetzt mal diesen zusätzlichen Chip an, der da drin hängt, wofür ich jetzt aufstehen muss, damit ich euch Sachen zeigen kann. Was wir halt haben, ist, wir haben hier RAM, eine ROM-Matrix, ganz oben ist die Dekodier-Matrix, wo man dann halt entscheiden kann, wie was eingeblendet werden soll. Das ist auch programmierbar. Und der ROM-Teil und der Teil oben drüber für die Dekodierung, wenn man eine gewisse Anzahl Chips abnimmt, kann man bestimmen, was dort drin stehen soll. Das heißt, die werden halt in der Fabrik quasi als ROM dann mit den entsprechenden Daten gefertigt. Und dann hat man hier noch einen Bereich unten für Timer und I.O.,
So müsste das sein. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel ROM haben wir denn hier? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen sehen, kann man hier ungefähr so 8 Linien sehen. Das heißt, das sind 8 Bit. Das heißt, einmal quer rüber, 8, 2 mal 8, 3 mal, also 1 mal 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 8. Das sind also 8, 64 Bit oder 8 Byte. Wenn wir dann jetzt nach oben gucken und das so anfangen abzuzählen, das sieht man halt auch ganz gut dann in den Blöcken, 16, 32, ja, das sind 16 Linien, 16, 32 und so weiter und so fort. Dann kommt man auf, ich lese es nochmal nach, das muss 128 sein, genau. Das heißt, wir haben halt 128 mal 8 Byte, das ist 1 Kilobyte ROM. Hier neben haben wir jetzt RAM. Das Verhältnis der Chipfläche ist so ungefähr 1,5:1. Jetzt möchte ich mal eine Schätzung haben. Wie viel Byte RAM sind denn das, wenn das 1 Kilobyte ROM sind? Keiner? Traut sich wer? Gut. Das ist quasi ein Flipflop, ein Bit. Das heißt, quer rüber sind wir hier schon. Das ist ein Byte, zwei Byte. Das sind 32 hoch, das sind gerade mal 64 Byte RAM, die ungefähr 2/3 Chipfläche brauchen von dem, was 1 Kilobyte ROM braucht. Das hat man halt sehr viel im ROM gemacht und sehr wenig im RAM. So, und natürlich war wieder einer schneller als wir. Ach so, eine Sache noch. Verkauft wurde das Ganze, der I.O.-Chip, der Prozessor und ein richtig dickes Handbuch, wie man sich aus den beiden Teilen und 512 Byte RAM einen Computer baut. Und diese Anleitung haben Leute genommen und haben einfach daraus einen Computer gebaut. Was sie noch gemacht haben, ist, sie haben noch einen weiteren I.O.-Chip eingebaut, den Pia, der da steht. Ansonsten ist das exakt das, was wir schon gesehen haben. Wir haben halt das ROM, die 1024 Byte, also 1 Kilobyte. Wir haben halt die 64 Byte aus dem Riot-Chip. Und wir haben halt die 512 Byte, die wir zusätzlich hinzufügen müssen. Interessant ist jetzt noch die Frage, ja, ich komme mal gleich zu. Aber wie gesagt, das sind halt einfach hier die drei Chips. Das ist der 6530, der I.O.-Chip in der Version 004. Das ist dann die ROM-Maske, die da drin verwendet wird. Das ist der Prozessor und das ist der zusätzliche I.O.-Chip. Und das ist dann halt wirklich, wenn man ein serielles Terminal anschließt, ein fertiger Computer, mit dem man mit einem einfachen Monitor-Programm halt Werte eingeben kann, Hex, man kann dann was ausführen. Und das Ganze war, da muss ich wieder in die Metaebene gehen, das Entwicklungssystem für diese Spielekonsole, die Atari bauen wollte. Und was halt noch interessant ist, an der Stelle dieses Ganze, was sie gerade geschafft haben, warum sie so einen Entwicklungsvorteil hatten, warum das auch das Gerät so schnell kurz nach dem Prozessor rauskam, weshalb das eine Entwicklungsplattform dafür wurde, war, die Firma, die den Jolt gebaut hat, dieser hatte ein Büro in dem MOS-Gebäude. Das heißt, die haben das Gerät zusammen mit MOS entwickelt. Und das, was ich auch noch sehr interessant finde, ist, über diesen Computer gibt es keine Wikipedia-Page, obwohl er eigentlich so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das war für mich dann der endgültige Auslöser, rauszukriegen, sag mal, was gibt es denn da eigentlich noch alles? So, dann kam als nächstes der KIM 1. Und der KIM 1, das war dann nun für unseren Club halt wirklich so ein Erweckungserlebnis. Es gab für relativ kleines Geld, man musste noch eine eigene Spannungsversorgung bauen, aber es gab für relativ kleines Geld einen Computer als ein fertiges System. Man musste ihn nicht mal selber löten, man konnte einen fertigen, laufenden Computer kaufen, der im Prinzip so eine Art Doppel-Jolt ist. Der hat halt wirklich einfach so ziemlich alles doppelt. Er hat das Doppelte an RAM drin mit 1 Kilobyte, ROM, er hat halt zwei Bausteine, das heißt, er hat dann halt eben auch das interne RAM doppelt. Gut, er hat jetzt keine zusätzlichen I.O.-Bausteine, die konnte man aber noch dran bauen, wenn man wollte. Nur, was das Gerät halt auch interessant gemacht hat,
unserem Club, wir brauchten uns nicht darum kloppen, wer jetzt das Terminal benutzt. Weil man konnte das Gerät über Terminal anschließen, man konnte es aber auch zu Hause dann benutzen über dieses Taschenrechner-Interface. Man hatte dann 6, 7 Segmentanzeigen, die haben halt 0 bis 9 und A bis F angezeigt. Man konnte sie auch frei programmieren, wenn man wollte. Und konnte dann halt eben 4 Zeichen oder 4 Charakter für die Adresse, an der man gearbeitet hat, und 2 Charakter für das Datenwort, was dort drin stand. Das heißt, man konnte damit nun in den Speicher gucken, man konnte Speicher editieren, man konnte Sachen ausführen. Und weil man halt eben jede LED in dieser 7-Segment-Anzeige einzeln programmieren konnte, konnte man sogar einfache Spiele programmieren. Das ging halt alles. Ja. Erweiterungsbus, unter anderem auch um das Netzteil anzuschließen, weitere I.O. Man konnte das Gerät auch noch relativ einfach mit weiteren 4 Kilobyte RAM erweitern. Und wenn man wollte, konnte man auch eben ein serielles Terminal darüber anschließen. Das heißt, das war dann so die fortgeschrittene Nutzung. So, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen über den Tellerrand von 6502 hinausgucken. Ein besonders interessantes System ist nämlich der SOL 20. Dieses ganze Gerät war eigentlich gedacht als ein Terminal. Nur bei der Entwicklung hat man dann festgestellt, wir bauen jetzt schon so viele Sachen da ein, dass man für, wenn man jetzt guckt, der Preis lag bei 1500 Dollar, nur für wenige 100 Dollar mehr als für ein nacktes Terminal, können wir noch gleich einen Computer mit einbauen. Und da haben sie sich wiederum entschieden, einen der vielen Altair-Clones zu bauen. Wie halt eben auch zum Beispiel den IMSA, den ich jetzt schon mal erwähnt hatte. Sehr interessant ist halt noch, die Leute, die den gebaut haben, die haben halt später auch, also das sind Lee Felsenstein und Gordon French, sie haben halt später auch den Osborne 1 gebaut, was halt ein ähnliches Design war, aber ein portabler Rechner war, sprich mit Henkel dran und man musste halt immer, war mal ein kleiner Monitor drin und man hatte halt eine feste, man braucht halt noch wirklich Strom aus der Steckdose dafür. Und das Interessante halt an diesem Gerät ist, das ist im Prinzip die erste Maschine, die diesen klassischen Tastaturcomputer-Entwurf, der halt durch die 80er durchgegangen ist, die das erste Mal wirklich so umgesetzt haben. Nicht als Bausatz oder so, sondern halt wirklich als fertige Maschine. Und man sieht halt dann halt hier auch, also relativ im Vergleich zu dem IMSA, wie man gesehen hat, auch ein sehr schönes aufgeräumtes Design. Und wenn man ihn als Terminal benutzen konnte, hier sieht man so einen Steckplatz für Character-Module. Damit konnte man halt eben schon durch das ROM, was da drin war, halt das Ding entweder halt als Computer benutzen oder halt eben, wenn das richtige Modul drin gesteckt hat, war da halt eben Software drin, die hat das einfach zu einem nackten Terminal gemacht. Also das heißt, das System war halt sehr schön konfigurierbar. So. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir nämlich wieder zu der Maschine, die einen wirklichen Meilenstein darstellt, der Apple I. Das war ein Gerät, den gab es quasi als ein gelötetes Mainboard. Auch dort musste man sein eigenes Netzteil bauen. Man musste sich aber auch noch besorgen, eine eigene Tastatur. Es gab damals so ASCII-Tastaturen, nannten die sich, die dann halt als ein Datenwort jeweils den ASCII-Wert der gedrückten Taste gegeben haben. Und was man dann noch brauchte, ist etwas für die Darstellung. Allerdings braucht man diesmal, eben weil man die Tastatur schon hat, kein Terminal mehr, sondern man braucht nur noch, in Anführungszeichen, einen Monitor. Zum Beispiel, wie er bekannt ist, von den ganzen Überwachungsmonitoren, den ganzen Schwarz-Weiß-Dinger, die halt dann hingen, wo dann eine Überwachungskamera hing, dass man halt gucken konnte, ob einer hinterm Haus Müll klaut oder so. Er ist deutlich teurer als der KIM 1, aber eben deshalb ist er auch sinnvoll durchaus, weil man halt eben wenn man halt einen Rechner mit Tastatur und Monitor haben wollte, konnte man halt damit dann den kostengünstiger bauen, als wenn man sich einen KIM genommen hat und da einfach ein Terminal dran gehangen hat. Und er hat halt eben mehr RAM zur Verfügung. ROM sind 256 Byte, ist auch nur ein ganz einfacher Monitor, der hauptsächlich dazu verwendet wird, um halt Werte einzugeben, sich Werte anzuzeigen und an eine bestimmte Adresse zu springen. Selbst die Routinen, um etwas von Kassette nachzuladen, lagen schon auf einem zweiten ROM, was zusammen mit dem Kassetteninterface ausgeliefert wurde.
Wenn wir uns das Board angucken, ist quasi die untere Hälfte mit Prozessor 6820 als I/O-Chip. Und hier mit den RAMs, das ist die ganze untere Hälfte ist der Computer. Die obere Hälfte ist die Displayansteuerung. Und am Anfang hatte unser Club versucht, auch einen 6800 zu bekommen. Das hatte nicht geklappt, weil Motorola uns keine verkaufen wollte. Die haben das nicht an Hobbyisten verkauft, sondern nur an Leute, die halt auch wirklich ernsthafte Firmen waren. Und das hat uns dann in gute Gesellschaft gebracht, nämlich Steve Wozniak hatte dasselbe Problem. Und wenn wir uns jetzt noch angucken, es gibt auch so dieses wunderschöne, oder nicht wunderschön, aber das, als ich halt angefangen habe, ich habe mit die ganze Geschichte, es gibt auch noch den 6501. Da wurde mir mal gesagt am Anfang, ja, das ist nur ein 6502 mit einem anderen Pin-Out und bei den ganzen Gerichtsquerelen wurde er dann fallen gelassen und alles. Stimmt nicht. Der 6501 ist Pin-kompatibel, wirklich 1:1, dass man ihn anstelle eines 6800 von Motorola in denselben Sockel stecken kann. Wenn wir uns jetzt das Board angucken, sieht man da ganz oben eine unbestückte Schaltung. Da steht auch noch drauf 6800 only. Denn der 6502 war etwas weiterentwickelt als der 6800. Der konnte, was er von den Taktsignalen benötigte, intern generieren. Er brauchte nur ein einziges Taktsignal von extern. Alles andere hat er intern gemacht, während der 6800 noch mit mehreren Taktsignalen extern beschaltet werden musste. Das ist halt die Ecke, die halt da oben frei geblieben ist. Und das ist halt auch der Unterschied zwischen 6501 und 6502, neben dem geänderten Pin-Layout. So. Jetzt muss ich mich wieder hinsetzen. Denn hinter den Kulissen rumort es wieder gewaltig. MOS hat finanzielle Probleme. Deshalb ist Commodore im Begriff, MOS Technology komplett zu kaufen. Commodore hatte ursprünglich Taschenrechner gebaut, die auf TI-Chips basiert haben und wurde dann später von TI ausgebotet, weil sie einfach TI gesagt hat, ach, wir können ja eigentlich auch selber unsere Taschenrechner bauen, wird billiger und weil wir halt auch die Chips bauen, sind wir der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. So, unter anderem gibt es auch noch das Gerücht, dass Commodore für die Zahlungsschwierigkeiten von MOS oder für die Finanzprobleme durchaus mitverantwortlich war, weil sie halt ihre Rechnung immer erst am letzten Tag bezahlt haben, der als Zahlungsfrist angegeben war und dementsprechend der Cashflow immer sehr nach hinten verschoben war. Aber ob das stimmt, ich weiß es nicht. Nur für Atari war das nun ein sehr großes Problem, denn der Chef von Commodore, Jack Tramiel, ist als ein wirklich ruchloser oder sehr knallharter Geschäftsmann bekannt. Und die Frage, die jetzt aufkam, sagen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt unsere Spielekonsole bauen, vielleicht auch später noch einen Computer und Jack kommt halt auch auf die Idee, mit Commodore einen Computer oder Spielekonsole oder sowas zu bauen, dann sind das unsere direkten Konkurrenten und dann können die halt irgendwann sagen, ihr kriegt keine Prozessoren mehr. Damit ist die Konkurrenz weg und Commodore, haben es ja selber erfahren, wie gut das funktioniert. So, daraufhin hat halt Atari versucht rauszuhandeln, dass diese Second Sources, die halt auch in Lizenz diesen Chip fertigen durften, dass Commodore ihnen dieses Recht nicht entziehen kann. Jack Tramiel war dafür natürlich nicht so begeistert, aber was sie dann gemacht haben, ist, sie haben halt versucht, nur mit dem Motorola-Chip nochmal so eine Atari, nochmal ihre Spielekonsole aufzubauen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil der 6800 im Vergleich zum 6502 pro Taktzyklus langsamer ist. Also er schafft pro Taktzyklus nicht so viel wie der 6502. Es hat aber ausgereicht für eine Demonstration für Jack Tramiel, dass sie sagen konnten, guck mal, wir können es auch mit dem Motorola. Das ist das, was sie gezeigt haben. Ja, das ist ein früher Prototyp, aber so waren wir beim 6502 auch. Das ist alles kein Problem. Das kriegen wir noch hin. Dann hat Tramiel überlegt, ja gut, die wollen halt in der Größenordnung hunderttausende Chips kaufen. Das Geschäft lasse ich mir dann doch nicht durch die Lappen gehen. Und hat dann halt dem Ganzen zugestimmt.
Und damit ist halt eben gewährleistet gewesen, egal was passiert, es wird weiter möglich sein, an 6502-Prozessoren zu kommen und halt eben deren Varianten. Oh, und dann beginnt das denkwürdige Jahr 1977. 1977 beginnt Commodore mit der Vorstellung von dem Personal Electronic Transactor oder kurz PET. Zu einem Preis von $800 bekommt man einen kompletten Computer. Wirklich komplett inklusive Monitor, allem drum und dran. Das heißt, man kann, wenn er denn nun auch wirklich zum Verkauf steht, das ist erst später das Jahr passiert, in den Laden gehen, man kann sich einen Computer mitnehmen, man kann ihn zu Hause in die Steckdose stecken, er begrüßt einen und man schaltet ihn an, begrüßt einen mit einem Prompt und man kann halt anfangen, mit diesem Computer zu programmieren, was reinzuladen, zu spielen, was auch immer. So. Gedacht war das Ganze als ein Ersatz für eine Arbeitsweise, die bis dato so üblich war in Amerika. Nämlich, man hatte zu Hause sein Terminal stehen, hat sich dann damit in den Mainframe von der Firma eingeloggt, hat dann damit auf diesem Gerät gearbeitet, hat dann halt seine Buchhaltung eventuell gemacht, ich vermute aber eher wissenschaftliche Berechnungen, was auch immer. Und das war jetzt die Überlegung, ja, Moment mal, wir haben jetzt mittlerweile so viele Rechenleistungen und alles, wir können einfach dieser Funktionalität aus der Zentrale der Firma auf den Schreibtisch des Entwicklers holen. Das war halt so die Überlegung. Und es war wirklich ein kompletter Rechner inklusive Tastatur, wobei das vielleicht ein bisschen ein Euphemismus ist, weil aus dem Taschenrechnergeschäft von Commodore waren noch jede Menge Tasten übrig, die noch unbedingt verbaut werden mussten. Und dementsprechend hat er halt seinen Ruf für eine wirklich grottige Tastatur. Aber auch Massenspeicher, was normalerweise musste man gerne bei anderen Computern noch sich einen Kassettenrekorder besorgen, um auf Audioband Programme abzuspeichern und dann später auch wieder einladen zu können. Das war hier alles schon gleich mit eingebaut. Also man hat halt wirklich einen fertigen Computer. Aber auch was das anging, die Entwicklung von diesen Geräten ging weiter. Der Kassettenrekorder ist dann irgendwann als Zubehörteil doch gewandert, weil Diskette sich immer mehr durchgesetzt hat und vor allen Dingen gab es dann eine brauchbare Tastatur zum Arbeiten, die das Arbeiten wirklich deutlich verbessert hat. Aber auch Apple hat ordentlich zugelegt. Von dem Apple I wurden irgendwie sowas zwischen 200 und 300 Computer, soweit ich das gelesen habe, wurden verkauft. Und Wozniak war halt auch, Steve Wozniak dazu, er hat halt auch mal wieder, wenn es Probleme gab, war er der Einzige, der die Kiste so weit verstanden hatte, dass er da Maintenance, der Support geben konnte. Und dementsprechend wurde dann halt auch angeboten mit dem Apple II, man könnte sein Apple I in Zahlung geben für einen Preis, der dann auch nicht wirklich sinnvoll war, aber so sind dann halt auch ein größerer Teil dann wirklich wieder zu Apple zurückgewandert. Das Interessante jetzt bei dem Computer war die ursprüngliche Vision. Man hatte halt auch einen Computer wie bei dem PET mit 4 Kilobyte RAM. Das war zu dem Zeitpunkt quasi so der de facto Standard. ROM waren ursprünglich nur 2 Kilobyte. Da drin war unter anderem ein verbesserter Monitor, womit man halt auch mittlerweile Maschinenspracheprogramme eingeben konnte und sich halt auch disassemblieren konnte. Also das war wirklich dann schon ein Monitor, mit dem konnte man wesentlich besser arbeiten. Und was Steve Wozniak sich auch noch überlegt hat, war eine unwahrscheinlich interessante Idee. Der Computer ist ja ein 8-Bit-Computer, benutzt aber einen 18-Bit-Adressbus. Das heißt, wenn man halt mit Adressen rechnet und so, man muss halt relativ viel auch mal mit 16-Bit-Werten arbeiten. Und da hat er quasi so eine virtuelle Maschine entwickelt, die konnte man halt durch den Einsprung in eine Unterroutine aufrufen und dann wurde der Code, der danach kam, nicht mehr als 6502-Code vom Prozessor interpretiert, sondern von diesem in Software implementierten virtuellen Co-Prozessor in diesem als Suite 16-Code, so hat er diese Maschine genannt. Und so ziemlich jeder, der sich mit 6502 und alten Sachen auseinandersetzt, stolpert da irgendwann drüber und findet das ein unwahrscheinlich interessantes Konzept, wunderschön programmiert. Und wenn man, wie ich, auch dann so eine eigene Maschine sich mal baut, überlegt, oh, das möchte ich auch einbauen. Um was damit eigentlich für ein Problem zu lösen? Das ist wirklich eine Lösung für ein Problem,
das so Nische ist, dass es im Prinzip außer Wozniak keiner hatte. Aber sie haben halt länger darauf gesetzt, dass das quasi so, so die unwahrscheinlich elegante Lösung ist, während der Commodore PET schon mit BASIC ausgeliefert wurde. Und dementsprechend ist auch das RAM von 2 Kilobyte später auf 12 Kilobyte angehoben worden, weil das ROM nämlich jetzt dann auch da im BASIC mit drin ist. Ja, das BASIC im ROM mit drin ist. Und dementsprechend musste das ROM halt massiv angehoben worden. Am Anfang gab es ein Integer BASIC, so hieß es, von Steve Wozniak programmiert. Und später gab es auch dort ein Microsoft BASIC. Hier sieht man jetzt nochmal die Maschine. Hier muss man wiederum sich die Zubehörteile, wie den Kassettenrekorder zum Anschließen, nochmal extra kaufen. Es gab noch Joysticks. Und halt eben auch der Monitor, wieder so ein klassischer schwarz-weiß Überwachungsmonitor. Was aber vorgesehen war, auch aufgrund von sogenannten Color Artifacting, wenn man halt eben an dem Timing ein bisschen manipuliert hatte, konnte man halt auch insgesamt 4 Farben darstellen, zusätzlich zu schwarz und weiß, was man da halt hat. Also sprich, man hatte halt 6 Möglichkeiten, seine Pixel einzufärben. Ansonsten gab es dann gegen so Mitte des Jahres auch angekündigt, nochmal um über den Tellerrand zu gucken, den TRS-80. Gebaut von Tandy, verkauft von RadioCheck, darum TRS. Der hat halt $600 gekostet und im Vergleich zu den anderen, die wir hatten, da ist mal ein Z80-Prozessor drin. Den hatten wir noch gar nicht. Was ist ein Z80? Z80 ist ein Prozessor, der ist entwickelt worden von Federico Fagin und Ralf Ungermann. Die haben Intel verlassen, nachdem sie an dem Intel 4004 und oder bis Intel 8080 gearbeitet haben, weil sie meinten, Prozessoren, die Intel verkauft, sind einfach zu teuer, man muss ein günstigeres Design machen. Als ich dann mal so ein bisschen in die Details dieser Geschichte gelesen habe, gab es unwahrscheinlich viele Parallelen zu Chuck Peddle und seinem 6502. Und auch hier sehen wir es wieder, 4096 Byte RAM, 12 Kilobyte ROM und auch dort ist auch ein BASIC verfügbar. Meine ich? Ja, doch, müsste sein. Und das User Interface ist halt wieder ein Monitor, also wirklich so das Geschichte mit Monitor, Tastatur und der Computer. Der Unterschied diesmal ist, Monitor und Computer hängen zusammen, aber die Tastatur ist abgesetzt. Das heißt, aber im Prinzip hat sich jetzt so ein Formfaktor gefunden. Man verkauft einen Computer, bestehend entweder aus Anschlussmöglichkeiten an einen Monitor oder gleich mit Monitor drin. Man verkauft ihn mit einer Tastatur, die dranhängt und man hat halt sein Mainboard, man hat halt Ein- und Ausgabemöglichkeiten, meistens über Kassette erstmal am Anfang, später Diskettenlaufwerke. Was aber noch passiert ist, von unser Hinter-den-Kulissen-Projekt. Ende des Jahres wird das Atari VCS angekündigt. Eine Spielekonsole mit einem computerartigen Design. Es wird so nicht angekündigt, aber das ist wirklich, so wie ich es verstehe, dass vorher gab es noch eine Spielekonsole mit Cartridges, das Fairchild Channel F. Da ist aber der Unterschied, dass Teile des Prozessors noch mit in den Spielmodulen drin sind. Das heißt, es ist wirklich die erste Konsole gewesen, die quasi exakt wie ein Computer funktioniert. Ursprünglich war auch die Idee, dass man halt diese Spielekonsolen fabriziert und im letzten Schritt in der Fabrik einfach ein anderes ROM verbaut und dann jedes Mal eine Spielekonsole mit einem Spiel verkauft. Kurz bevor das Projekt nun in Produktion ging, sind sie auf die Idee gekommen, wir können doch auch einfach die ROMs auf Modulen packen, die man auswechseln kann. Dann brauchen wir nicht jedes Mal eine neue Konsole verkaufen, sondern einfach nur noch die Spiele. Und das Schöne ist halt, weil wir nun, dass auch das auf dem 65 oder auf einem 6502, auf einem abgespeckten 6502 basiert, hatte dann natürlich unser Club mal geguckt. Vielleicht können wir da ja auch einen richtigen Computer draus bauen, nicht einfach nur zum Spielen verwenden. Nachdem wir uns dann aber die Hardware angeguckt haben, haben wir festgestellt, I.O.
gibt es nur über die Joystick-Ports. Das heißt, man kann da ein bisschen was machen, aber selbst also mehr als ein serielles Terminal würde man da nicht drüber kriegen. Was wir aber rausgekriegt haben, nachdem wir uns das System halt angeguckt haben, ja, die Module, die da drauf stecken, das sind die ROMs, die da drin stecken, die sind fast wie EEPROMs, die unterscheiden sich nur in einer einzigen Leitung, da muss man einen Chip zwischenlöten und dann kann man aus diesen ROMs, wie man sie ja hat, einfach in ein EEPROM kopieren. Das heißt, wir haben uns dann einen Cartridge genommen, haben das ausgeschlachtet, haben dann da einen Sockel für EEPROMs reingepackt, diesen Zwischenchip, und konnten dann untereinander die Spiele tauschen. Know-how, Raubkopierer, wie man es so kennt. So sieht die Konsole aus in der ersten Inkarnation mit 6 Schaltern. Später sind die Difficulty-Schalter an die Oberseite der Konsole, hinten als kleine Schalter gewandert. Und im Laufe der Geschichte, also die Konsole ist meines Wissens nach immer noch diejenige, die am längsten in Produktion geblieben ist. Fast 14 Jahre wurde die produziert und verkauft. Und es wurde dann doch mal überlegt, ob man das nicht irgendwie benutzen kann, um damit auch ein bisschen was zu machen, also sprich programmieren zu lernen. Es gab insgesamt 2 Cartridges, die da sehr interessant sind. Das eine heißt Commavid Magic Card. Das gab es nur über Mail Order. Und was man halt machen kann, ist dort wirklich mit ganz einfachem Interface über einen Tastaturcontroller Hexzahlen eingeben und die ausführen lassen. Das Problem ist, es gibt nichts zum Speichern, es gibt nichts zum Laden. Wenn man was sich vertippt hat, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, schmiert einem das Ding ab. Man muss ausschalten, einschalten und alles ist weg. Es ist also wirklich nur sinnvoll für die Leute, die halt zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre in die Spieleprogrammierung einsteigen wollten, überhaupt lernen wollten, wie das Ding funktioniert zu Hause. Weil es ursprünglich braucht man zu dem Programmieren von den Geräten wirklich ein Entwicklungssystem. Und was es dann noch gab, 83 gab es ein Basic, was man einbauen konnte, das wurde dann in den Modulschacht gesteckt und auf das Gerät wurde eine Tastatur gelegt. Und was man dann halt hatte, waren stolze 12 Zeichen pro Zeile. Also zu dem Zeitpunkt gab es für das vergleichbare Geld von der Spielekonsole plus diesem Basic Cartridge gab es schon bessere Alternativen. So, kommen wir zum Ende. Wir sind jetzt quasi beim Ende 77 bei unserem Jahrestreffen und wir blicken mal zurück. 1974, also keine 3 Jahre vorher, war es nicht möglich, sich zu Hause einen Computer hinzustellen. Ende 1977 kann man in den Laden gehen, einen kaufen, sich zu Hause hinstellen, damit arbeiten. Daraufhin beantrage ich, dass wir jetzt unseren Electronic Enthusiast Club umbenennen in den Computer Enthusiast Club. Denn aus der Elektronik einen Computer zu bauen, das ist zwar interessant, aber das ist ja eigentlich das, was wir wollten. Wir hatten ja das Ziel, wir wollten einen Computer haben und nicht einen Computer machen. Wir bauen immer noch an Erweiterungen und sowas, aber wirklich selber einen Computer bauen, das lohnt sich jetzt so richtig nicht mehr. Andere haben da besser Know-how aufbauen können. Das ist alles. Hier wäre jetzt quasi die Geschichte zu Ende. Ich möchte aber noch so eine Art Epilog geben. 4 Jahre hatten wir grob gehabt, 3,5, 4 Jahre, so knapp 4 Jahre, wo wir von nichts zu dem eigenen Computer gekommen sind. Und nicht mal 4 Jahre später gibt es dann den Commodore VC20. Ein Computer, der von William Chetner, James T. Kirk, in Werbespots beworben wurde als ein Computer zum Lernen und zum Spielen für Kinder. Wirklich für den Nachwuchs. Das heißt, innerhalb weniger als von 4 Jahren sind wir nicht nur dann gekommen, einmal 4 Jahre von nichts zum Computer und nochmal 4 Jahre vom Computer zum Kinderspielzeug. Wo man erst dachte, ja, 77, ich kann jetzt was mit Computer machen. Also es ist so schnell gesteigert, dass man halt wirklich die Einstiegshürden so gering geworden sind, dass man damit wirklich ein Kind damit einfach so arbeiten konnte. Und so sieht diese ganze Geschichte aus.
Hier hätte jetzt eigentlich das Ende stattgefunden meines Vortrages. Aber ich sagte ja am Anfang, es gibt immer einen, der kann einem erzählen, ich kenne da noch was Älteres. Und so ist es mir gegangen, Anfang des Jahres, als ich den Vortrag schon fast fertig hatte. Entrümpler finden einen der weltweit ersten PCs. Ich lese mir das durch und stelle so fest, verdammt, da habe ich ja noch nie was von gehört. Und ich habe halt wirklich massiv gesucht. Und dann lese ich diesen Artikel durch, gucke mir auch den an, den Computer. Das ist er nicht. Das ist ein Symbolbild. Das ist zwar auch ein Q1, wie er gefunden wurde, aber das ist ein Q1, der ist Ende 70er, vielleicht sogar schon Anfang 80er. Die Computer, die gefunden wurden, die waren noch vor 1974, die waren so 72, 73. Da war ein Intel 8008 drin, also der Prozessor vor dem 8080. Und woran man das halt auch merkt, ist, ich hätte gerne ein schöneres Beispielbild gefunden von dem Computer. Ich habe im gesamten Internet nach langer Suche keins gefunden. Die Beschreibung von dem Gerät ist, das Ding sieht aus wie eine Schreibmaschine mit einem einzeiligen LED-Display. Ich würde das Ding gerne mal sehen und mal gucken oder auch mal eine Schaltplan sehen, ob mal neugierig. Es ist nichts darüber rauszukriegen. Aber es ist halt wirklich die älteste Kiste, der älteste Homecomputer, der bekannt ist, was man sich zu Hause hinstellen konnte, was ist. Zumindest soweit, wie ich es rausgefunden habe. Ich vermute mal, vielleicht kommt gleich einer an und erzählt mir auch wieder. Nee, ich könnte da noch was Älteres, aber schauen wir mal. So, in diesem Sinne sage ich danke an euch, die ihr hier gesessen habt und euch einen alten Mann habt anhören wollen, der so ein bisschen von alten Geschichten erzählt. Und noch ein besonderer Dank geht an Hans Otten, weil er hat halt wirklich eine wunderschöne Webseite, wo er alles Mögliche sammelt über halt gerade die Computer, die halt noch keine Tastatur und Bildschirm hatten. Das ist also so sein Steckenpferd. Der hat mir wirklich sehr geholfen mit seiner Webseite bei der Ausarbeitung dieser ganzen Geschichte. Und er hat auch wirklich die beste Dokumentation über den Jolt-Computer, wo nichts über Wikipedia drin steht. In diesem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns später hier noch.